Guten Morgen zu einem neuen Samstagseinkauf. Und ich bin tatsächlich nicht so gestresst, wie ich es die letzten Wochen war, wenn es an den Samstag-Einkauf ging. Ich brauche nicht viele Sachen. Und das ist großartig. Und es wird mehr oder weniger ein Spaßeinkauf. Nicht für notwendige Sachen, sondern für angenehme Sachen, würde ich sagen. Also, erzähle ich euch gleich mal, was wir einkaufen wollen. Also, wir brauchen neuen Schwung Bananen. Ich brauche neue Paranüsse für Selene. Es gibt bei Marktguru Tortilla Chips mit 40 Cent Ermäßigung. Hey! 40 Cent Ermäßigung. Und dabei scheint egal zu sein, ob das die Aldi-Marke ist oder irgendeine. Also komplett markenlos. Daher wollte ich Aldi Tortilla Chips kaufen. In dem Moment, wo ich denke, Tortilla Chips ist geil, denke ich, Guacamole ist geil. Also will ich noch Avocados kaufen. Und ich habe Lilly versprochen, macht das nicht kaputt. Nicht kaputt machen mein Poster. Es ist wichtig. Es ist für meine Arbeit. Für 2,99 Euro gefriergetrocknete Erdbeeren zu kaufen. Und das sind dann die Einkäufe. Und wenn du runterfällst, Lilly, dann puste ich nicht. Doch, du sagst. Dann spring nicht so wild. So, wir gehen jetzt einkaufen. So, das ist es geworden. Wir waren zuerst beim Foodsharing. Da war alles voll mit Banane. Die braucht ihr also nicht bei Aldi kaufen. Und tatsächlich auch noch zwei Laugenbrezeln haben wir mitgenommen. Und jetzt sind einfach irgendwo in meine Tasche gesteckt. Oder doch nicht? Ach nein, ich habe sie in die Tüte gepackt. Haben wir schon ein bisschen angenagt. Die sind vom Vortag, also nicht so geil, aber immerhin umsonst. Und Lili hat was davon gegessen. Dann sind wir weiter zu Aldi. Die kosten 1,49 bei Aldi, 40 Cent Abzug durch die Marktguru-App. Dann haben wir frische Erdbeeren gekauft, die bei Aldi im Angebot waren, für 1,99. Und zwei Avocados, die auch im Angebot waren, für 1,11, glaube ich, das Stück. Gut, denke ich, nur Angebote gekauft. Und dann weiter zu Rossmann. Aldi hatte keine Paranüsse. Rossmann hat 150 Gramm für den Preis, den Aldi für 200 Gramm hat. es war mir irgendwie egal. Und dann haben wir auch noch hier Knabber-Snacks für Lilly gekauft. Auch einfach nur so, weil das Budget es gerade hergab. Ich habe exakt ausgegeben, was ich ausgeben darf. Nämlich 12 Euro 62. Und das macht noch für jeden Tag für den Rest des Monats exakt genauso viel wie heute. Also 6,30 Euro für jeden einzelnen Tag. Und das war dann soweit gut. Jetzt koche ich erstmal, was ich geplant habe. Das wird die Kartoffel-Mais-Suppe. Die sollte Lilly auch ganz gut essen, außer dass sie wahrscheinlich jetzt keinen Hunger mehr hat, weil sie schon Chips hatte. aber die Zutaten dazu hatte ich ja, wie gesagt, alles schon gekauft. Das ist jetzt nur das und ich zeige euch gleich, wie die Kartoffelsuppe aussieht. So, Kartoffel-Mais-Suppe. Da ist noch ein riesiger Rest und ich habe ein bisschen von diesem noch da untergerührt. Das rühre ich aber, also das ist das, der Rest von gestern, den Rest tue ich aber so heute Abend dann nochmal da rein. Und das reicht vielleicht für drei Mahlzeiten? Vielleicht, mal gucken. Frühstück Nummer 1, Weißkohl mit Wakame-Algen. Frühstück Nummer 2. So, Sonntagmittagessen sind Tomatensoße, Nudeln mit Tomatensoße, aber ich habe da Linsen rein püriert und das ist eine Dose Tomaten, die da drauf gegangen sind. Und von Gefro, wo ist es? Gratis. Wo ist denn das, Lilly? Wo haben wir das denn? Wo haben wir das? Italienische Würzmischung von Gefro, die wir gratis bekommen haben. Kann man sich bestellen. Verlinke ich unten drunter. Und Nudeln von heute Morgen nochmal warm. Sorry dafür. Das war das hier. Gefro kann man sich gratis bestellen, so ein Probierpack. Da packe ich euch den Link unten drunter. Das fiel mir gerade ein, dass ich hier italienische Kräuter noch habe. Und das passt natürlich gut, bevor ich da andere Sachen versuche improvisiert reinzutun. Und gleichzeitig muss ich jetzt hier noch Lillys nicht gegessenen Kartoffeln von heute Morgen mit aufessen. Und auch da kommt Tomatensauce drüber. Und das wird unser Mittagessen. So, Abendessen und Reste und Reste. Ich habe noch Reste von der italienischen Gemüsepfanne gefunden, von vorgestern. Und Reste von gestern von dem Eintopf. Und der wird mich auf jeden Fall satt machen und es wird wieder Reste geben. Was zum Geier mache ich denn morgen noch mit? Ich weiß es noch nicht. Montagsfrühstück. Weißkohl mit Algen. Frühstück Nummer 2. So, guten Morgen. Es ist Montag. Wir gehen erst auf den Spielplatz und dann einkaufen.
Und Gott sei Dank brauchen wir eigentlich gar nichts Lebensnotwendiges. Also es gibt noch, den Eintopf habe ich gestern nicht gegessen, sondern nur die italienische Gemüsepfanne. Und wir haben ja auch noch Tomatensauce und können dann nochmal Nudeln machen. Das wird heute abdecken. Morgen ist auch recht praktisch, weil ich noch die Zutaten für ein Gericht habe, was ich eigentlich am Sonntag kochen wollte. Also das läuft soweit gut. Ich habe gut vorgekauft, tatsächlich. Nichtsdestotrotz brauche ich aber Kaffee und Schokolade, Genussmittel und noch was mehr, was bei Aldi ein Angebot ist und was das Budget gerade hergibt. Daher zeige ich euch jetzt mal kurz den Einkaufszettel und dann schauen wir gleich weiter. So, die Schokoladenkekse, die ist mit, die sind ja, die sind Vollkorn, aber mit Zucker und Haferkekse gibt es mit Bitterschokolade als auch mit Vollmilch. Hat Aldi im Angebot 31% reduziert für 1,39. Rotkäppchensekt ist, glaube ich, mega, mega Rabatt. Sowohl Rewe als auch Aldi hat den mit Rabatt. Der Rabatt bei Aldi ist aber größer, 44%. Der kostet normalerweise fast 5 Euro und Aldi verkauft den für 2,79 Euro. Gleichzeitig gibt es nur noch heute in der Smegel-App 1 Euro auf Rotkäppchensekt. Ich versuche das zu kombinieren und für 1,79 Euro Sekt zu bekommen, der normalerweise 5 Euro kostet. Nicht, dass man Sekt braucht, aber meine Güte, das ist ja ein Rabatt von fast 75%. Kann ich nicht, muss ich einfach mal probieren. Kaffee ist halt ganz normal alle und Schokolade dann auch. Und mir hat jemand erzählt, sowohl Aldi als auch Lidl würden ihre Eigenmarken-Schokolade jetzt auf 1,50 erhöhen, beziehungsweise auf 1,49. Wow, okay. Ja, also das ist, ich habe es nicht zusammengerechnet. Es sollte so Pi mal Daumen passen. Vielleicht bin ich ein bisschen drüber, über 6,30 Euro. Aber da ich morgen auch kaum was einkaufen muss, weil ich die Zutaten noch habe, müsste es alles klappen. So, da wären wir. Lilly ist schnurstracks, wie jedes Mal, wenn sie einkaufen geht, zu den Bananen gelaufen, hat die in ihren Einkaufskorb gepackt, obwohl wir sie gar nicht brauchten. Aber sie kann noch nie schaden, also haben wir zusätzlich Bananen gekauft. Und sie hat genauso aus derselben Routine heraus eine Brezel gekauft, die wir beide jetzt noch gar nicht gegessen haben. Darüber hinaus dann das, was wir kaufen wollten. Stimmt, 1,49 ist jetzt der Preis. 20 Cent drauf. Da haben die gerade noch mal eine Rabattaktion mit diesen Schokoladen gemacht für 99 Cent. War das vor, weiß ich auch nicht, 4 Wochen? Jetzt sind sie bei 1,49. Okay, dafür Rotkäppchensekt 2,79 mit 1 Euro Abzug aus der Smegel-App sollte 1,79 sein. Ich freue mich drauf. Irgendwann mal für einen besonderen Anlass. Jetzt gibt es zwar nicht mehr so viel zu feiern, da die Kita-Platz-Zusage erfolgt ist. Mal gucken. Ja, 2,69 Euro für Kaffee und die waren, wie gesagt, auch reduziert. Und ich habe ausgegeben 9,18 Euro. Davon wird aber der 1 Euro von der Smegel-App noch abgezogen. Somit waren das 8,18 Euro, was definitiv auch zu viel ist. Aber mein Budget gibt das her und ich brauche morgen nicht wirklich was zu kaufen. Daher rechnen wir jetzt einfach mal, beziehungsweise ich überlege mal, was ich am Wochenende koche und kann dann davon morgen schon Sachen kaufen, weil ich nicht unbedingt die Sachen kaufen muss, die ich morgen esse. Ja, ich rechne noch schnell aus, was ich noch an Budget habe für jeden Tag für den Rest des Monats und dann geht es weiter mit Kochen. 6,16 Euro, es wird also merklich weniger. Vielleicht sollte ich gar nichts kaufen morgen einfach mal, um das wieder aufzustocken. Ich weiß es noch nicht. Foodsharing war übrigens wieder leer. Da ist in letzter Zeit echt nicht viel zu holen. Und Mittagessen ist ein Rest der Kartoffelsuppe. Und ein paar Möhren. Und ein paar Erdbeeren. Und wahrscheinlich die Brezel. So, Abendessen sind Reste von den Nudeln von gestern. Beziehungsweise von der Soße. Die Nudeln habe ich neu gekocht. Und es warten auch noch Pommes auf die Lilly. Beziehungsweise Veggies, die ja bei Aldi im Angebot waren. Letzte Woche. Und sie wollte die ganze Zeit Pommes haben, jetzt will sie meine Nudeln. Die Nudeln hat sie jetzt wenigstens ordentlich gegessen. Also vielleicht ist der Trick zur Kinderernährung einfach, denen sagen, sie dürfen was nicht essen und dann essen sie es. Gestern hat sie sie nicht angerührt. Frühstück Nummer 1, Weißkohl mit Algen am Dienstag. Frühstück Nummer 2, wie immer. So, Dienstagmorgen. Ich habe Lilly bei der Tagesmutter abgegeben und ich kann heute leider nicht zur Plasmaspende, denn ich habe einen Zahnarzttermin. Was mich den ganzen Vormittag kosten wird, wahrscheinlich schätzungsweise, weil ich da erst hinfahren muss, ist auf der anderen Seite der Stadt quasi, weil das die Zahnärztin meines Vertrauens ist und ich da früher gelebt habe.
Und man hat da auch viel Wartezeit immer und Plasmaspende ist morgen. Das hat zur Folge, dass ich diese Woche kein Video für meinen Hauptkanal drehe, weil das zu viel Stress wäre, einfach mit dem wenigen Zeit, was ich habe. Ich habe dann quasi nur heute Nachmittag und morgen bin ich so um 10 Uhr vormittags zu Hause wieder von der Plasmaspende. Habe dann Zeit bis 14.30 Uhr und Donnerstag ganz normal und das war mir so lieber. Naja, einkaufen gehe ich gleich auch wieder mit Gedanken ans Wochenende, weil ich ja offiziell nicht viel brauche. Einkaufszettel zeige ich euch dann später, wenn es soweit ist. Termin war um 9. Es ist 9:45. Ich verschwende meine Zeit. Und ich bin immer noch nicht dran. So, es ist 10:30. Es ging dann. Man wartet länger, als man behandelt wird. Jetzt muss ich noch in die andere Stadtseite zurückfahren. Und dann gehen wir einkaufen und wir kaufen Folgendes. Rote Linsen braucht man immer. Tortillas für ein Rezept, was ich für Freitag vorhabe. Und Kidneybohnen ebenfalls für dieses Rezept. Sonst gehe ich noch zum Foodsharing und dann muss ich irgendwas kochen. 11:30. Ich bin wieder in meinem Fädel und koche jetzt. Also pack die Einkäufe aus. Ich habe Bärenhunger, weil ich nur die Hälfte meines Frühstücks heute Morgen gegessen habe. Muss ich schnell noch nachholen. Koche, drehe ein Video für euch, schneide das, mache ein Thumbnail und hole mein Kind ab. Und das war mein Dienstag. Aber ich zeige euch gleich nochmal meine Einkäufe. Auch natürlich. So, das ist es für 5,06 €. Zumindest das Essen. Ich habe zusätzlich noch ein Kabel gekauft zum iPad aufladen und für Lilly eine neue Spardose, da sie schon zwei Spardosen auf den Boden fallen lassen hat, die aus Porzellan waren und die kaputt gegangen sind. Und diese ist zwar auch aus Porzellan, aber die ist noch irgendwie, ne, die hat hier noch Samt drüber. Jetzt probiere ich es mal mit der. Die nicht kaputtbaren haben mir alle nicht gefallen. Sonst, entweder war da ein Schloss dran, was ich nicht wollte, oder man konnte sie gar nicht aufmachen. Was ich auch nicht wollte. Sie soll ja Geld da rausnehmen und sich dann was davon kaufen, sonst kann sie ja nicht sparen lernen. ich war dann bei Aldi, habe Kidneybohnen gekauft und die Wraps. Die waren billiger, als ich gedacht habe, nur 1,29 €. Ich glaube auch im Angebot. Und dann war ich bei Rossmann wegen roter Linsen, die Aldi gerade nicht hatte, und habe dann auch noch die Linsenwaffeln mitgenommen, die ich schon gesnackt habe. Das ist eine gute Möglichkeit, Linsen, wenn man sie nicht gerne isst, in seinen Alltag zu integrieren oder dasselbe bei seinem Kind zu machen. Die kommen sogar bei Lillys unveganen Freunden gut an und ich dachte, die sollte ich auch mal wieder kaufen. So, damit sind das jetzt noch 6,67 € für jeden Tag für den Rest des Monats. Und haben mehrere Leute nach einer Roomtour gefragt. Ich habe jetzt noch nicht aufgeräumt, ne? Aber das ist unsere Wohnung. Das ist unser eines Zimmer, ne? Also da ist alles drin, da ist mein Bett drin, da ist mein Schreibtisch drin, da ist meine Kulisse für meine Videos drin, also für meinen Hauptkanal. Da ist ein Fernseher drin, der bald wegkommt. Da ist ein kleiner Ofen drin, weil wir sonst keinen haben. Denn unsere Küche hat auch nur vielleicht 8 Quadratmeter und ist komplett vollgeladen. Und ich bin eigentlich Minimalist und das sieht man nicht. Und hier sind Reste von gestern, von Essen, und ich muss spülen. Und dann haben wir noch einen Flur. Auch der ist vollgeladen mit Kram und ich muss aufräumen, habe keine Zeit dafür. Tipp. Und dann haben wir noch ein Badezimmer. Und auch das ist entsprechend chaotisch, denn ich habe noch nicht aufgeräumt. Tada! Und ich weiß noch nicht, ob ich die Zeit dafür finde heute. Mal gucken, vielleicht morgen sonst. Dann zeige ich euch nochmal, wie es aufgeräumt aussieht. So, 11:30 und ich habe das Essen auf dem Herd gerade angemacht. Ja, doch, habe ich angemacht. Das ist wieder das Kartoffelgulasch aus dem Buch Die vegane Küche. Und das braucht jetzt 20 Minuten, bis es fertig ist. Und dann werde ich essen. Und in der Zwischenzeit muss ich noch weiter aufräumen, fürchte ich. So, Essen ist fertig. Spüle ist leer, fast. Schon wieder was Neues da. Ich habe Mangoeis gemacht. Wäsche ist aber auch fertig, die ich noch nicht aufgehangen habe. Und ich habe einmal gesaugt. Und es ist 13 Uhr. Die Zeit rennt. Und ich werde auch immer von Müttern gefragt, was ich mit Kinderresten mache. Das sind in der Regel Mütter, die versuchen abzunehmen, aber einfach nebenbei dann Essensreste von ihren Kindern essen, weil sie sie nicht wegwerfen wollen. Und darauf ist meine Antwort, ich rühre sie unter das nächste Rezept. Sowohl die Oliven sind von Lilly,
Als auch die Maiskörner sind von Lilly. Das macht dem Rezept überhaupt gar keinen Abbruch. Außerdem hatte ich noch eine halbe Paprika, die ich da zusätzlich reingestippelt habe. Und so integriere ich dann Kinderessensreste einfach in mein Essen. Ich brauche sie nicht wegschmeißen. Das Kind braucht sie nicht weiter aufessen. Und ich futter mich nicht fett. Viertel vor zwei. Ich bin satt, die Wäsche ist aufgehängt und jetzt kann ich mit Arbeit anfangen und habe eine und eine Dreiviertelstunde über dafür. 14:15 Uhr. Ich filme euch jetzt hier meinen Tag ab. 14:15 Uhr, das Video ist gedreht. Ich muss es jetzt nur noch schneiden und habe dafür noch 1 Stunde 15 Minuten Zeit, bevor ihr es dann um 17 Uhr heute sehen könnt. Und so sieht's aus, kurz vor Abholung des Kindes. Chaos. Aber es ist besser geworden, als es vorher war. Frühstück Nummer 1 vor der Plasmaspende ist leider nur eine Möhre. Wir haben ein bisschen länger geschlafen und jetzt rennt mir gerade die Zeit davon. Frühstück Nummer 2 wird das und Kaffee. Frühstück Nummer 2. So, Mittwochmorgen. Ich bin auf dem Weg zur Plasmaspende. Lilly ist abgegeben. Und danach gehe ich einkaufen. Ich mache heute wieder das Kichererbsengericht, was ich so gerne mag, und Lilly überhaupt nicht. Ich glaube aber, heute ist das nicht schlimm, weil wir auf den Kindergeburtstag eingeladen sind. Und das ist mein Einkaufszettel. Weißkohl für ungefähr 1,50 €, eine Sojacuisine von DM, weil ich da vorbeigehe. Sojadrink von Lidl gerne in Reserve, weil meine Alpro bald zu Ende geht und ich brauche Kartoffeln für ein Gericht fürs Wochenende. Außerdem hat mich jemand daran erinnert, dass man ja Kohlrabi-Blätter essen kann. In den Kommentaren, genau wie Sauerampfer. Und die sind häufig in Supermärkten geschenkt und die sind ziemlich geschmacksneutral und die kann man so verwenden wie Spinat. Und deswegen dachte ich, kann ich das Kichererbsen mit Spinatgericht damit anreichern. Denn tatsächlich habe ich nicht mehr so viel Spinat, wie da rein muss, in das Gericht. Und ich dachte, ich ergänze es einfach um Möhren. Weil Möhren habe ich jetzt massig und Möhren sind billig. Und dann brauche ich auch heute nichts mehr für heute kaufen. Ja, und dann esse ich das und Lilly isst das auf dem Kindergeburtstag und die isst ja auch bei der Tagesmutter heute was Gesundes. Und so ist es dann nicht schlimm, wenn ich heute was koche, was ich mag und sie nicht. Jo, und jetzt zur Plasmaspende und danach einkaufen. So, ich hatte 6,67 € für heute und ich habe ausgegeben 6,61 €. Ich war zuerst bei DM für eine Sojacreme. Ich habe die, glaube ich, gestern zum ersten Mal probiert und die kostet ja nur 85 Cent, während die von Rewe 99 kostet. Und diese ist viel dünner. Also ich glaube, DM trickst da ein bisschen mit seinen Sojaprodukten, sowohl mit dem Tofu als auch mit der Sojacreme, dass sie das billiger machen, weil sie mehr Wasser reinhauen. Da werde ich wahrscheinlich auch eher zur Sojacreme von Rewe greifen. Strecken kann ich die auch selber um das Doppelte. Muss man mal vergleichen, wie dünn ist das versus wie dünn ist die andere. Danach der Plasmaspende war ich bei Rewe für einmal Sojamilch für 99 Cent. 99 oder 95? 95 Cent, dann 2,5 Kilo Kartoffeln, nicht Bio, 2,99 € und ein Weißkohl. Man hat mir abgerechnet Eisbergsalat. Ha! Geld gespart, denke ich. Habe ich gar nicht gesehen. Ich denke, der hätte 1,50 € kosten müssen, 85 Cent pro Kilo. Und das sind definitiv mehr als ein Kilo. Ja, okay, habe ich so Geld gespart. Durch keine Schuld meiner selbst. Meine Alpro geht zur Neige. Und wenn ich überlege, was will ich lieber, Phytoöstrogene oder Calcium, greife ich zu Phytoöstrogenen und deswegen Sojamilch. Ohne Calcium jetzt in dem Fall. Weil Calcium kriege ich auch aus Kohl, aus Hülsenfrüchten und vor allem aus Leitungswasser. Und Lilly kriegt es aus Steinsicker Mineralwasser. Außerdem trinkt Lilly sowieso nicht viel Milch. Die trinkt nur meine Milch. Eigentlich. Also ja, deswegen habe ich jetzt die gekauft, weil meine Alpro-Vorräte zur Neige gingen. Ja, und dann bin ich noch in Rewe, weil ich zwei Pfandflaschen hatte, die ich abgeben wollte. Und habe mal genauer geguckt, da ist das vegane KitKat doch irgendwo bei Rewe an der Kasse. Ziemlich weit verschüttet. Und dafür habe ich dann 85, nein, habe ich nicht, habe ich 83 Cent, 87, 83 Cent ausgegeben, weil ich die Pfandflaschen, könnt ihr es sehen? Nein. 83 Cent verrechnet habe mit den Pfandflaschen. Und das hatte ich ja, wollte ich letzte Woche eigentlich schon haben, weil Lilly gefragt hat, die hat es irgendwo bei YouTube gesehen. Die haben eine Torte gemacht, wo KitKat drin war und sie wollte, sie hat gesagt, sie will das haben. Und ich habe es gesucht und nicht gefunden, aber jetzt habe ich es.
Beim Rewe hätte ich auch nach Kohlrabi-Blättern gucken sollen. Habe ich leider wieder vergessen in der Zwischenzeit. Und das macht aber nichts. Ich koche heute sowieso das Kichererbsen-Gericht und nehme dann eben ein paar Möhren statt Spinat, beziehungsweise ich habe noch einen Restspinat. Und sonst habe ich jetzt für jeden Tag für den Rest des Monats noch 6,68 Euro. Damit habe ich einen Cent gut gemacht. Ich finde immer, es war ein erfolgreicher Einkauf, wenn ich es schaffe, unter diesem Budget für einen Tag zu bleiben. Irgendwie, dann kriege ich eine Dopaminausschüttung, dann kriege ich ein Glücksgefühl, dann kriege ich einen Kick. Dann habe ich einen erfolgreichen Einkaufstag gehabt. So, ich brauche eigentlich 400 bis 500 Gramm Spinat, habe ich aber nicht mehr. Ich habe noch 150 Gramm. Also fülle ich das auf mit zwei Möhren und einer Stange Sellerie. Ansonsten folge ich dem Rezept. Das ist hier. Das ist von Chefkoch. Ich verlinke das auch nochmal unten drunter. Ich brauche zwei Zwiebeln, Knoblauch, eine halbe Dose Tomaten, Kichererbsen habe ich gerade vorgekocht, Ingwer, Kokosmilch, Kokosöl, lasse ich weg, braucht kein Mensch, Salz, Paprika, Kurkuma, Kurkuma und Koriander, lasse ich auch weg. So, Essen köchelt. Das ist dann da, ne, das Gemüse. Das ist Reis, ne, Rice and Beans. Die müssen dann später noch da rein, die sind schon vorgekocht und das wird dann mit Reis serviert. Und möglicherweise hält es auch noch bis morgen. Wahrscheinlich sogar, denn es ist sehr viel. Und ich habe tatsächlich auch noch Reste von den Nudeln mit Tomatensauce, die Lilly nicht gegessen hat. Da habe ich gerade meinen Biomüll rausgebracht, während das Essen kocht. Und gehe am Briefkasten vorbei und finde das. Das ist von einem von euch. Das ist von Jolly Jumper. Eine Geschenkkarte von DM. Ich habe mich voll gefreut. Dankeschön. 20 Euro sind da drauf. Finde ich großartig, großzügig. Vielen, vielen Dank. Du hast meinen Tag erheitert, versüßt, versonnt. Dankeschön. Ich weiß das echt zu schätzen. So, Mittagessen fertig. Lecker. Frühstück Nummer 1. Endlich wieder Weißkohl mit Algen. Frühstück Nummer 2. Es ist Mittwochmorgen. Nein, Quatsch, es ist Donnerstagmorgen. Ich stehe vor einem der Fußschirm-Fahrräder, die ich abklappere. Denn ich brauche nicht wirklich was zu essen kaufen. Ich habe noch Reste von gestern, sowohl die Nudeln, von denen ich erzählt habe, als auch von dem Kichererbsengericht, was ich gemacht habe. Aber ich dachte, ich kann am Foodsharing vorbeifahren und am Rewe, weil ich ein bisschen Pfand gesammelt habe, dass ich loswerden will. Und ich habe gestern eine E-Mail erreicht von jemandem, von einem Zuschauer, wo ich nochmal darauf hingewiesen wurde, dass ich viel mehr Zeit sparen kann, wenn ich nicht täglich einkaufen gehe, sondern das einmal die Woche mache und Meal Planning mache und so weiter und so fort. Und ich nehme an, dass derjenige darauf kam, mir das zu schreiben, weil ich in Your Money or Your Life, beziehungsweise in Mehr Geld und Mehr Leben, in dem Buch halt davon spreche, dass uns Arbeit, Job, Berufstätigkeit oft wertvolle Lebenszeit klaut. Und die haben wir halt nur einmal und die sollten wir nicht unbedingt gegen Geld tauschen. Und ich könnte natürlich, anstatt in mehrere Supermärkte zu gehen morgens, was vielleicht wirklich 10 Minuten zusätzlich dauert, die Zeit nutzen, um, keine Ahnung, zu arbeiten oder zu putzen oder aufzuräumen oder was ich sonst noch so mache. Und die Sache ist die, und ich glaube, das ist irgendwie auch der Punkt, der so manche Deutsche unterscheidet von weiß ich auch nicht. Von den Völkern, die glücklicher sind als wir. Jetzt gestern kam die Studie raus, die Finnen sind am glücklichsten, wir Deutschen nicht. Und auch die Studienautoren, beziehungsweise die es interpretieren, sind der Meinung, dass wir Deutschen zu viel der Produktivität opfern. Wir haben andere Werte. So, genau. Und warum ich das erzähle, ist, ich optimiere mein Leben nicht auf möglichst viel Zeit haben oder auf möglichst viel Geld haben. Ich optimiere mein Leben auf Lebensfreude. Und tägliches Einkaufen gehen macht mir Spaß, tatsächlich. Weil ich glaube, das ist tief, tief verwurzelt in unserem Belohnungssystem, im Homo sapiens. Eigentlich, bevor wir Lagerhaltung machen konnten, vor der neolithischen Revolution, mussten wir täglich Beute erlegen. Und damit wir das tun, brauchten wir eine Motivation, nämlich Dopamin, einen Kick. So. Deswegen macht mir das Spaß und mir macht es besonders dann Spaß, natürlich, wenn ich Schnäppchen ergattere und täglich einkaufen gehen, ist mein Shoppen und ich kriege da denselben Kick draus, wie andere Leute kriegen, wenn sie eine 500 Euro Handtasche kaufen zum Beispiel. So,
Das heißt, wenn es mir Freude bereitet, ist es keine verlorene Zeit. Das will ich damit sagen. Was mir natürlich keine Freude bereitet und deswegen hadere ich da ja dauernd mit, ist das Samstagseinkaufen oder auch das Einkaufen mit Lilly. Aber wenn sie 5 Tage in der Betreuung wäre und ich Montag bis Freitag einkaufen würde, ich würde das täglich machen. Abgesehen davon, deswegen komme ich jetzt am Foodsharing nochmal da drauf. Am Foodsharing hat man natürlich die beste Ausbeute, wenn man wirklich gucken geht. Und die Foodsharings, beziehungsweise das ist ein kleiner Umweg, den ich immer hier fahre, aber ich fahre Fahrrad, also ist das gesund, ist das Sport? Und das andere Foodsharing ist halt direkt in der Nähe von meinen Arkaden, wo dann auch Rossmann, Rewe und Aldi ist. So, ich bin dann sowieso da und diese Arkaden sind 400 Meter von meiner Wohnung entfernt. So, deswegen ist der Zeitverlust ein Weg von ungefähr 5 Minuten. Denn das nach Lebensmittel gucken und das abkassieren, das muss ich ja auch machen, wenn ich einen Wocheneinkauf mache. Genau. Und das Problem in Deutschland ist, dass wir alle auf Produktivität optimieren und nicht auf Lebensfreude. Aber um auf Lebensfreude optimieren zu können, muss man sich Gedanken machen, was einen wirklich glücklich macht. Und das will eigentlich keiner in diesem Land. Wir glauben alle, dass uns wirklich glücklich macht, wenn wir Sachen kaufen, weil wir Werbefernsehen gucken, wo Leute diese Sachen haben und dann lachen. So. Das stimmt aber nicht. Man muss tatsächlich darüber nachdenken, was einen selbst individuell glücklich macht. Und wenn man anfängt, darüber nachzudenken, stellt man sehr oft fest, dass das Glück, was man durch den Kauf von Sachen erhält, vielleicht 3 Minuten hält. Und dann will man schon was Neues. So, und Erlebnisse machen in der Regel längerfristig glücklich. Oder auch Zeit verbringen mit lieben Menschen. Sowas. Und deswegen halt auch meine nur 3 Tage Kinderbetreuung. Und mein Anspruch an mich selbst, halt auch Zeit mit meinem Kind zu verbringen, während es klein ist. So, und das machen die meisten Leute nicht. Und ich bin ja fest davon überzeugt, dass politisch gewünscht ist, dass wir 40 Stunden arbeiten. Zum einen, weil wir dann viel Steuern zahlen, Lohnsteuer. Und dann auch, weil wir nicht mehr reflektieren können, was uns wirklich glücklich machen würde. Und wir dann einfach denken, kaufen wird uns glücklich machen. Und dann freut sich die Politik und dann freut sich die Industrie. Und dann hat Deutschland ein super Bruttosozialprodukt, aber wir sind alle unglücklich. So, das wollte ich damit sagen. Jetzt können wir das Fahrrad weiterschieben. Es hat jetzt so 5 Minuten gedauert, dass ich darüber reflektiere. Aber ja, ich optimiere mein Leben auf Lebensfreude. Und wer auch bei seiner Arbeit voll Spaß hat, der soll natürlich seine Arbeit gegen Geld tauschen oder so. Wer das nicht hat, der muss darüber nachdenken, ob ihm das Geld, was er dafür kriegt, halt wirklich auch das wert ist, diese Lebenszeit, die er da verkauft. Das ist halt ein Problem. Wenn man irgendwas machen muss für Geld, was Unglück generiert, weil man auf der Arbeit zum Beispiel gedemütigt wird, dann ist das ein Problem. Sonst ist Zeitverschwendung für, keine Ahnung, Einkäufe oder was auch immer einen glücklich macht, kein Problem. Sonst ist es der Sinn des Lebens. So, und ich fahre zum zweiten Foodsharing und bringe dann nochmal ein paar Pfandflaschen in Rewe. Und dann gehe ich nach Hause und habe endlich heute einen ganzen Arbeitstag. Bis später. Da habe ich gesagt, ich brauche nichts und dann brauchte ich das. Ich war bei Rewe Pfand wegbringen und ging an der Lind-Abteilung vorbei. Und da fiel mir ein, die hätten doch letztes Jahr vegane Hasen. Also gehe ich schnurstracks auf die Verkäuferin zu, frage, wo die veganen Hasen sind und kaufe 2. Stückpreis 3,99 €. Das zum Thema. Mich hat jemand gefragt, ob ich ein Video darüber machen könnte, was ich kaufe, obwohl es teuer ist. Vegane Festtagssüßigkeiten gehören dazu. Darüber hinaus gab es im Foodsharing Pilze. Jetzt habe ich alle Zutaten, glaube ich, zu Hause für Tofu Stroganoff. Daher sollte ich das morgen mal machen. Wenn ich nicht will, dass die Pilze vergammeln. Die müssen zeitnah weg. Und ich habe noch ein bisschen Baguette im Foodsharing mitgenommen. Das waren 7,59 €, Pfand verrechnet, für die beiden Hasen. Und damit habe ich natürlich mein Budget überschritten. Aber es sind für jeden Tag für den Rest des Monats noch 6,59 €. Was auch nicht schlecht ist. So, und jetzt habe ich für morgen quasi Zutaten für 2 Gerichte. Ich habe einmal die Tortillas auf dem Schirm und dann jetzt das Tofu Stroganoff. Und für Samstag hatte ich auch ein Rezept rausgesucht aus diesem Buch. Essen Spaß für kleine Kinder. Und das Sonntagsrezept ist aus der Choosy App. Jetzt stehe ich da. Jetzt habe ich mehr Essen als Tage in der Woche. Nicht alles davon hält sich. Und gleichzeitig habe ich immer noch, ich bin auch deswegen ein Fan von täglichen Einkaufen, weil mich das überfordert. Mich überfordert Lager, zu viel. Ich habe keinen Überblick mehr. Ich muss das sortieren und ich habe keine Zeit zum Sortieren. Und das, ne?
Deswegen ist Minimalismus so beliebt, weil total viele Leute herausgefunden haben, dass sie mehr Lebensglück haben, wenn sie nicht haufenweise Kram verwalten müssen. Manche Leute haben die Zeit dafür, Rentner zum Beispiel. Also mein Vater hat auch ein Haus voller Kram und der sortiert das und ist glücklich damit. So, ich habe die Zeit nicht, das zu sortieren, ich habe andere Prioritäten. Vielleicht, wenn mein Geld anfängt für mich zu arbeiten, kann ich das. Vorher sollte ich einfach den ganzen Kram gar nicht zu Hause sammeln, denn er überfordert mich. Und ich da die ganze Zeit denke ich, wenn ich 5 Tage Kinderbetreuung habe, dann mache ich mal minimalistisches Ausmisten. Aber in der Zwischenzeit gehe ich jetzt hin und versuche, meine Einkäufe derart zu optimieren, dass ich diesen Stress nicht habe und stelle fest, mich überfordert auch das ganze Essen. Mein Kühlschrank ist voll mit Essen, meine Regale sind voll mit Essen. Und ich mag das nicht. Ich kriege mehr Belohnung. Also das frustriert mich und es belohnt mich, wenn ich jeden Tag rausgehe und den Einkaufskick habe. So bin ich. So bin ich. Andere mögen anders sein, aber so bin ich. Ich habe zum ersten Mal vergessen, mein Essen zu filmen. Wie konnte ich nur? War dasselbe wie gestern. Es war Reis mit dem Kichererbsen. Zeug, das ist noch ein bisschen was da. Ja, das ist noch ein bisschen Reis da. Das sollte eine halbe Mahlzeit, denke ich, sein. Und dann halt noch. Ah, hier, ein Rest Nudeln. Oh Mann. Lilly mag den bestimmt nicht mehr, weil er schon so lange liegt. Und dann muss ich den essen. So eine Kamera? Ja, Abendessen Nummer 1 von Lilly verschmäht. Ich muss es jetzt essen, morgens wäre es nämlich schlecht. Abendessen Nummer 2, während Lilly Mango-Eis isst. Frühstück Nummer 1 am Freitag, dem letzten Einkaufstag der Woche. Und Frühstück Nummer 2. So, ich muss also heute wieder mit Kind einkaufen gehen, aber das ist nicht so schlimm, weil der Einkaufszettel nicht so lang ist. Wir gehen erstmal einkaufen und dann fahren wir zur Stadtbibliothek und da leihen wir englische Vorlesebücher aus, weil Lilly das wollte, dass ich ihr auf Englisch was vorlese. Und wir gucken nochmal, ob es einen Toni gibt, weil mir schreibt immer jemand drunter, beziehungsweise wir haben schon mehrere Leute drunter geschrieben, dass es in den Stadtbibliotheken auch Tonis auszuleihen gibt. Bei unserer sind aber immer alle Tonis ausgeliehen, habe ich das Gefühl, außer die für die älteren Kinder. Aber wir gucken da heute nochmal. Und danach gehen wir ein Eis essen. Ist der Plan. Und jetzt zeige ich euch meinen Einkaufszettel. Also das Dringendste, was ich brauche, ist der koffeinfreie Kaffee. Da ist noch ein halber Teelöffel drin. Und neue Schokolade. Schon wieder. Schon wieder? Ich kaufe oft Schokolade, hä? Zweimal die Woche. Scheinbar. Ja, und weil ich heute die letzten Oliven aufbrauche, die schwarzen, dachte ich, kann ich davon nochmal neue mitbringen. Lilly hat gesagt, sie will Schokoschips kaufen. Weiß gar nicht wieso. Sie mag die eigentlich gar nicht. Deswegen habe ich die immer noch hier in Reserve stehen. Und quasi gleichzeitig bin ich am Kochen oder zeitgleich. Es gibt Reis und das hier ist Tofu Stroganoff, für die ich die Pilze gebraucht, für das ich die Pilze gebraucht habe und noch restliche Sojacreme. Das ist ein Rezept auch hier aus die vegane Küche. Finde ich persönlich sehr lecker, schmeckt sehr herzhaft, schmeckt irgendwie halt deutsch, ne? So, was ich sonst, also ne, nicht besonders orientalisch gewürzt oder so. Daher schmeckt das auch meinem Vater sehr gut. So, und, Ja, dafür hatte ich alle Zutaten, deswegen gibt es das heute. Und es ist erst 8:30 oder so, aber ich wollte das vorgekocht haben, damit ich mir heute Mittag nicht mehr so viel Arbeit machen muss, wenn wir dann von der Bibliothek wiederkommen. Mittagessen ist einmal Tofu Stroganoff mit Vollkornreis. So, 3,48 € habe ich bezahlt und habe mich gewundert, dass es so wenig ist und dann gesehen, dass ich meinen Kaffee vergessen habe. Super, naja, geht noch bis morgen, denke ich. Wir haben gekauft Schokolade, die schon auf ist. Weil ich keine Oliven gefunden habe, habe ich mir das mal gegönnt. Was heißt gegönnt? Ich habe ja Baguette. Was muss man ja drauf tun? Ich habe zwar noch Schwartau extra. Aber ich dachte, ist gerade drin im Budget. Lilly hat darum gebettelt, Orangeat. Ich weiß nicht, ob sie es mag. Sie hat es probiert und dann hat sie gesagt, schmeckt. Und eine Brezel war hier drin, die ist jetzt schon aufgegessen. Und danach waren wir in der Stadtbibliothek und haben endlich mal einen Toni ergattert für Dreijährige. Ich habe eine Bibliothekarin getroffen, die mir erzählt hat, die haben 500 Tonis im Verleih und es sind immer nur 3 bis 8 gerade da. Und den ich ausgeliehen habe, hat sie heute Morgen gerade erst reingestellt. Also der ist heute Morgen wieder gekommen. Voll krass. Wir waren um 11 da und um 10 machen die auf oder so. Ja, also wir haben jetzt einen Toni und wir haben auch haufenweise Bücher. Danach waren wir Eis essen für satte 5,50 €.
Und ich weiß noch nicht, wo ich das abziehe. Wahrscheinlich von meinem Freizeitbudget, was eh schon gebeutelt ist bis zum Abwinken. Ja, also ich rechne jetzt mal zusammen, was die Woche gekostet hat und wie viel Geld ich noch für den Rest des Monats habe. So, das waren 43,54 €. Durch und durch zufriedenstellend diese Woche. Finde ich super. Und jetzt noch den Rest des Monats. Und für jeden Tag für den Rest des Monats sind es noch 6,93 Euro. Das ist gut. Und heute Abend gibt es dann natürlich nochmal meinen Tofu Stroganoff. Und dann denke ich, haben wir diese Woche auch würdig abgeschlossen. Ich drehe diese Videos immer samstags um 10 kommt ein neues raus. Also wenn du keine zukünftigen Videos verpassen willst, dann abonniere doch gerne diesen Kanal. Und wenn du wissen willst, wie mein Monatsbudget überhaupt grundsätzlich aussah oder beziehungsweise jetzt im März aussieht, dann schau dir auf jeden Fall noch dieses Video an. Ich sag ciao, macht's gut, bis nächsten Dienstag zu Wie stelle ich überhaupt ein Lebensmittelbudget zusammen? Eure Silke.